Und nun die Ministerin Leonore Gewessler, ebenfalls eine Grüne. Sie hat eine Sollredezeit, theoretisch kann sie länger reden, aber die Usancen des Parlaments lassen das nicht zu. Sie wirkt in all unseren Lebensbereichen, sie verändert unser Land. Und es ist klar, wenn wir nicht handeln, dann wird sie zu einer existenziellen Bedrohung. Und wenn wir zurückblicken, und die Frau Klubobfrau hat schon angesprochen, da müssen wir uns ehrlich sein, das wurde in den letzten Jahrzehnten nicht ernst genug genommen. Und zwar weder von der Politik noch von der Wirtschaft und auch von vielen Teilen der Gesellschaft nicht. Und die viele vergangene Zeit, die bringt uns heute unter Druck. Einerseits ist klar, wenn die Klimakrise weiter voranschreitet, umso schwieriger wird es uns allen fallen, die Folgen gemeinsam zu bewältigen. Andererseits hat es auch eine sehr starke wirtschaftliche Dimension. Und vor dieser wirtschaftlichen Dimension dürfen wir die Augen nicht verschließen. Wir sind mittlerweile mitten in einem globalen Wettkampf. Nämlich am Wettkampf, einem Wettlauf um die grünsten Produktionsweisen und um die klimafreundlichsten Technologien. Weil die Weltmarktführerschaft, wirtschaftliche Stärke in den kommenden Jahren wird sich nicht mehr nur um die billigsten Produktionsprozesse oder die ausgefeiltesten Produkte festmachen. Sie wird daran gemessen werden, wer seine Produkte mit möglichst geringem CO2-Ausstoß auf den Markt bringt. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass wir heute über diese Dimension des Klimaschutzes diskutieren, in einer europäischen Dimension auch diskutieren, denn wir dürfen die Augen da nicht verschließen. In diesem Wettkampf, in diesem Wettlauf haben USA und China in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren uns große Brocken vorgelegt. Und auf die müssen wir reagieren und die müssen wir ernst nehmen. Und wenn wir heute sagen, Wirtschaft und Klimaschutz gehen Hand in Hand, dann ist das richtig, völlig richtig. Aber wir dürfen das auch nicht leichtfertig sagen. Das ist eine Aussage, die was bewirkt und die eine Tragweite hat. Ja, Klimaschutz ist ein absoluter Wirtschafts- und Jobmotor, eine Chance. Eine große Chance für den europäischen Industriestandort. Allein durch den Ausbau von erneuerbaren Energien, wenn man sich Österreich anschaut, 100.000 Arbeitsplätze sichern und neu entstehen durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber Klimaschutz ist nicht nur für unser menschliches Überleben eine sprichwörtliche Überlebensfrage, sondern sie ist auch eine entscheidende Überlebensfrage für die europäische Industrieproduktion und für die europäische Technologieführerschaft. Weil wenn wir diese Aufgabe nicht bewältigen, wenn wir hier nicht investieren, wenn wir hier nicht in unsere Stärken investieren, dann verlieren wir diesen Wettkampf. Und das gilt es zu vermeiden, weil das ist eine Gefahr für die wirtschaftliche Zukunft dieses Kontinents. Wo stehen wir gerade? Sie wissen, wir haben im Klimaschutz ambitionierte Ziele. In Österreich Klimaneutralität 2040. Europa wird 2050 der erste klimaneutrale Kontinent. Und bis 2030 werden wir unsere Emissionen in Europa um 55% senken. Wir sehen, wir haben es noch in der Hand, mit Klimaschutz den nächsten Generationen einen intakten Planeten zu hinterlassen. Aber es geht bei dieser Frage darum, ob wir in unserer Union, ob wir in Europa Wohlstand, wirtschaftliche Zukunft und gut bezahlte Arbeitsplätze haben. Da geht es nämlich auch um Zukunft. Und diese Entwicklung hin zum Klimaschutz in der Industrie, der verlangt große Veränderungen auch von der heimischen Wirtschaft, von der heimischen Industrie. Aber wir müssen einen Anspruch haben in dieser Frage. Wir sind in Europa gefordert, diese Entwicklung nicht einfach mitzumachen oder hinterherzuhoppeln. Wir müssen einen Anspruch haben in Europa, weil unsere Unternehmen sollen diese Entwicklung gestalten, vorantreiben. Unsere Unternehmen sollen festlegen, wie eine klimafitte, eine grüne Wirtschaft aussieht, weil sie müssen die Standards der klimafreundlichen Produktion definieren und dafür sorgen, dass andere Staaten sich an uns orientieren und nicht umgekehrt. Wir müssen und wir können den Klimaschutz zu unserem Wettbewerbsvorteil machen. Noch können wir das Rennen gegen China und die USA gewinnen. Beide Staaten investieren gerade sehr viel Zeit, sehr viel Geld und die Zeit, die wir haben, ist knapp. Die USA fordert uns mit dem größten Klimainvestitionspaket heraus, das dieses Land je gesehen hat, schafft damit eine enorme Sogwirkung auf Unternehmen, auf europäische Expertise. China hat in manchen für uns strategisch wichtigen Wertschöpfungsketten eine dominierende Rolle erarbeitet. Wir erleben gerade sehr schmerzlich, was einseitige strategische Abhängigkeit bedeutet. Aber wir haben es in der Hand, dem was entgegenzusetzen, und wir werden das auf Europäischer Union zum zentralen Thema in diesem Jahr machen.
Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit ihrem Green Industrial Plan einen Schritt in diese Richtung gesetzt. Das ist eine notwendige und eine wichtige Antwort auf den Inflation Reduction Act aus den USA. Weil wir haben gesehen, wir müssen unsere Möglichkeiten erweitern, gerade im Wettbewerbsrecht, um Klimaschutztechnologien entschieden voranzutreiben und auch strategisch wichtige Produkte wieder im großen Stil in Europa zu etablieren. Eine erste Antwort, die wir darauf gegeben haben, waren die IPCEs, Important Projects of Common European Interest, die es uns ermöglichen, in strategisch wichtigen Bereichen wie beim Thema Wasserstoff, beim Thema Batterien, bei Halbleitern beihilferechtlich großzügiger zu agieren und damit viel in Bewegung zu bringen. Wenn wir uns nur das Thema Batterien anschauen, 42 Unternehmen mit 46 Projekten aus 12 Mitgliedstaaten arbeiten an diesem IPCE-Projekt mit. Von privater Seite 9 Milliarden Euro Investitionen, 2,9 Milliarden Euro aus staatlichen Beihilfen. Auch Österreich fördert hier. Da geht es um die Frage vom Abbau von Rohstoffen, der nachhaltig passieren muss, zur Batteriezellproduktion bis zur Integration und zum Recycling. Und ja, es geht um die ganze Wertschöpfungskette. Ja, wir haben in den Projekten Optimierungsbedarf. Auch hier braucht es schnellere Verfahren. Aber ja, wir sehen, wir können viel bewegen, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten und in strategisch wichtigen Wertschöpfungsketten, wie die Batterieproduktion eine ist, uns zusammenreißen und gemeinsam diese PS und wirtschaftliche Stärke auch auf die Schiene bringen. Wir brauchen auf europäischer Ebene dazu, und auch das wird ein Thema sein, Veränderungen im Beihilfenrecht. Die Kommission hat Veränderungen angekündigt auf der europäischen Ebene, sodass wir eben Möglichkeiten haben, beim Bau von Wechselrichtern, von PV-Produktionsanlagen oder wo immer es notwendig ist, auch zu unterstützen. Ich bin hier auch sehr offen, sage ich in diesem Rahmen, diese Erleichterungen im Beihilfenrecht auch zu schaffen. Aber mit einer Bedingung, wenn wir das Beihilfenrecht dann wieder auch europäisch einheitlich streng einhalten und wir nicht einen Subventionswettlauf unter den Ländern neu eröffnen, den wir schon überwinden geglaubt haben. Aber es ist wichtig, dass die gleichen Regeln dann auch für alle gelten und dass die dann auch wieder genau überprüft werden. Neben den IPCEs brauchen wir Mittel für die industrielle Transformation. Das machen wir in Österreich mit dem Aufbau- und Resilienzplan haben wir 100 Millionen Euro für die produzierende Wirtschaft zur Verfügung gestellt. Hier hat am Dienstag der zweite Call gestartet. Das Geld kommt nicht ohne Auflagen. Die Industrie muss auch nachweisen, dass hier Emissionen im Projekt eingespart werden. Das ist einer der Bausteine, die wir dafür brauchen. Was brauchen wir, um zusammenzufassen? Wir müssen in den Klimaschutz investieren. Das tun wir mit der Transformationsoffensive in der Industrie mit fast 3 Milliarden Euro. Wir müssen das auch EU-weit entsprechend tun. Wir müssen grüne Innovation fördern. Das bedeutet bei uns 210 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung für eine klimaneutrale Industrie. Wir müssen unsere Finanzströme grün gestalten. Das heißt, raus aus den fossilen Altlasten, rein mit Investitionen in umwelt- und klimafreundliche Anlagen. Dabei hilft eine glaubwürdige Taxonomie, dafür kämpfen wir auch auf europäischer Ebene. Ausbeutung von Mensch und Natur darf sich nicht lohnen, ganz im Gegenteil. Wenn wir Lieferketten zurück nach Europa holen, brauchen wir einheitliche Sozial- und Umweltstandards. Wir müssen die Energiewende weiter vorantreiben, rein in die Erneuerbaren, raus aus dreckigem Öl und Gas und damit auch rein wieder in günstige Energiepreise. Aber bei all dem, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, bei all dem dürfen wir vor allem eins nicht sein. Wir dürfen nicht naiv sein. Die Zeit vermeintlich billigen russischen Gases ist vorbei. Und wir haben uns viel zu lange darauf ausgeruht. Unsere Stärke in Europa, das müssen smarte und effiziente Produkte und Produktionsweisen sein. Unsere Stärke, das müssen die Erneuerbaren sein und die Zusammenarbeit mit einer Vielfalt von Importpartnern für Energie statt einseitige Abhängigkeiten. Unsere Stärke in Europa, müssen wir schützen. Wir müssen uns besser dort schützen, wo wir angreifbar sind. Und das heißt natürlich auch, wir müssen im Strommarktdesign dafür sorgen, dass wir nicht mehr so leicht erpressbar sind durch politische Manipulationen eines Autokraten in Russland und im Gegenteil die Vorteile der Erneuerbaren in günstigeren Preisen bei den Menschen, bei den Unternehmen ankommen. Das war das zentrale Thema im Rat der Energieministerinnen und Minister der letzten beiden Tage.
Wir müssen einseitige Abhängigkeiten in der Produktion abbauen. Der Chips Act auf europäischer Ebene war ein Schritt. Vielleicht brauchen wir auch einen Heat Pump Act oder einen PV Act für die Photovoltaik, um dem was entgegenzusetzen. Wir müssen Infrastruktur bauen und sie auf unsere neuen Bedürfnisse ausrichten. Und ja, bei all dem brauchen die Unternehmen Planbarkeit, aber ich kann allen sagen, dass mit dem Klimaschutz, das geht nicht mehr weg. Das bleibt in Österreich, das bleibt in Europa, das bleibt global. Und entweder wir stellen unsere Wirtschaft darauf ein und entsprechend um, oder wir werden abgehängt, und das gilt es zu verhindern. Dafür gilt es, alle Weichen zu stellen, damit uns gelingt, uns da auch an die Spitze zu stellen. Weil eines muss uns klar sein, wir werden nicht mehr viele Chancen dafür bekommen. Die billigsten Produkte, die kommen schon lange nicht aus Europa. Die billigsten Produkte kommen aus Asien. Die Produktion von Mikrochips, die kommt aus vor allem USA und Taiwan. Ja, auch beim Auto hat man mittlerweile schon das Gefühl von chinesischen Technologiekonzernen und US-Startups, die laufen uns in der Entwicklung von modernen und effizienten E-Autos davon. Aber Umwelttechnologien, grüne Produktionsweisen, klimafreundliche Produkte, das ist eine europäische Domäne. Hier sind wir stark. Hier sind wir vorne. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Das wirtschaftliche Rennen um Net Zero Industry hat gestartet. Stehen bleiben und zögern ist keine Option. Jetzt ist die Zeit, die Entscheidungen zu treffen, und zwar in den Unternehmen und in der Politik. Wir müssen gemeinsam dafür Sorgen tragen, dass die österreichischen Unternehmen sind, in denen der klimafreundlichste Stahl produziert wird, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit der Wechselrichterproduktion erhalten, diese Technologie in die Welt exportieren, dass die Autozulieferindustrie ist fit für den technologischen Wandel, dass wir einen klimaneutralen Zement produzieren, Häusern aus klimaneutralen Ziegeln bauen und bei all diesen Veränderungen sicherstellen, dass wir die Menschen, die in den Betrieben arbeiten, dabei haben, indem wir sie ausbilden, indem wir sie umschulen, indem wir sie weiterbilden, in guten Arbeitsverhältnissen und in einer Perspektive bieten. Und damit uns das gelingt, sehr geehrte Damen und Herren, braucht es Mut, braucht es Entschlossenheit, und die sollte uns in Europa gerade jetzt nicht fehlen. Herzlichen Dank. Die Energieministerin mit einem Appell zu mehr grüner Produktion und auch mehr grüner Energie in Europa. Man sollte sich nicht von einem Despoten erpressbar machen. In Russland, sagt sie, tatsächlich ist der Energieabhängigkeit von Russland, die Gasabhängigkeit im letzten Jahr seit Beginn des Krieges von 80% auf nur 70% gesunken.